Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem weiteren Video zum Anlass vom Jubiläum, vom Jahrestag. Und zwar wollte ich heute über die Events reden. Ein Jahr ist vorbei. Wir hatten echt eine Menge Events. Ursprünglich hatte ich geplant, so eine Rangliste zu machen, Top 5 oder sowas, oder die besten Events im ganzen Jahr. Aber ich habe mir die Events so angeschaut und ich hatte eigentlich zu allem was zu sagen. Und das wäre halt echt meine persönliche Meinung gewesen. Mein Gott, echt laut. Das wäre halt echt meine persönliche Meinung gewesen. Und wie zum Beispiel das Weihnachtsevent mit den ganzen Startern. Ich persönlich fand das ziemlich schlecht. Aber ich weiß, andere Leute in anderen Gebieten, die haben die Starter noch gebraucht und fanden das Event gar nicht so schlecht. Dementsprechend habe ich mich doch dazu entschlossen, keine Rangliste zu machen, sondern einfach nur nochmal kurz die ganzen Events durchgehen und uns ein bisschen zurückerinnern, was das genau war, wie gut die waren. Und dann natürlich könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, eure Meinung zu jedem Event, wie ihr das fandet, welches Event ihr am besten fandet, welches am schlechtesten. Dann fangen wir direkt mal an mit dem ersten Event. Das war Ende Oktober, das heißt über 3 Monate nach dem Release kam das erste Event, Halloween Event. Das war unser erstes Event natürlich und wir waren jeden Tag am Start. Sehr überraschend, dass das so gut funktioniert hat, jeder von uns damals noch. Doppelbonbon, beim Fangen, beim Ausbrüten und beim Verschicken. Und für den Kumpel hat man nur ein Viertel der Kilometer gebraucht. Also ich erinnere mich noch, da bin ich mit Fukano gegangen. Fukano habe ich gebrütet. Mit Slimer bin ich gegangen für den Pokédex. Und noch mit irgendwas. Kabuto und Glumanda, ich erinnere mich genau. Da bin ich noch mit Chanera gegangen, damit ich auf 50 komme. Und Porygon, weil die halt so selten waren und ich wollte einfach schon mal für Gen 2 mich vorbereiten. Auch wenn Gen 2 erst 4 Monate danach gekommen ist. Aber damals wusste man das natürlich nicht. Mit den ganzen Sachen bin ich gegangen, Viertelkilometer ist schon krass. Und wie gesagt, gerade eben Fukano habe ich gebrütet und dadurch konnte ich meinen ersten Akadi machen, weil ich dadurch halt mehr Bonbons bekommen habe. Also Doppelbonbons sogar. Ansonsten konnte ich mir dadurch, glaube ich, auch mein erstes Dragon machen. In der Zeit habe ich echt ein paar Dratinis am Bordeaux-Platz gefangen und Doppelcandy. Damals waren wir noch nicht erfahren genug, um Scannerton zu machen. Ansonsten hätten wir das natürlich krass ausgenutzt. Ich glaube, Pokevision ging damals bereits schon nicht, aber Fast Pokémon. Keine Ahnung, das haben wir auf jeden Fall nicht ausgenutzt mit Scannern, Scannerton oder sowas damals. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendjemand damals schon gemacht hat. Falls ihr das damals schon gemacht habt, schreibt es unten in den Kommentare. Dann auf jeden Fall fetten Respekt an euch. Dann kommen wir zum zweiten Event. War echt nur ein kleines Mini-Event. Viele erinnern sich gar nicht mehr dran, aber da wurden die täglichen Bonis eingeführt. Und anlässlich dafür gab es mehr Items aus den Pokestops. Und da steht auch noch erhöhte Spawn-Punkte. Was auch wichtig ist, weil erst seitdem ist zum Beispiel sowas wie Tramfahren oder Klickertouren rentabel. Davor waren die Spawns echt weniger. Man kann sich halt das gar nicht mehr richtig vorstellen. Und wie gesagt, das war kein besonderes Event. Aber ich hatte eine coole Zeit, eine coole Erinnerung. Da war ich mit Tati unterwegs. Und dadurch, dass es halt mehr Items aus den ganzen Stops gab, gab es halt auch mehr Tränke und Beleber. Das haben wir ausgenutzt und ein paar Arenen platt gemacht. Und das haben wir halt zum Beispiel hier in Haidhausen gemacht. Am Ostbahnhof. Damals war das ganze Gebiet blau und damals war es noch echt schwer, die Arenen runterzuhauen. Das hat nur 500 pro Kampf gebracht, anstatt 1000 Prestige, um die runterzuhauen und es war eiskalt. Aber ich und Tati sind rumgelaufen, haben 10 bis 15 Arenen platt gemacht, also eigentlich das ganze Gebiet ausgelöscht. Und die Arenen natürlich weiß gelassen, das war damals unser Markenzeichen. Dann das Lapras-Event, dazu kann man nicht viel sagen, das gab es nur in Japan. Damals war Lapras noch richtig krass, jeder hat es gebraucht, jeder wollte es haben. Dann kam das erste richtig fette große Event, Thanksgiving Event, doppelt EP und doppelt Sternstaub. Das Traurige ist, damals wusste man noch nicht den Sternstaub zu schätzen. Also ich habe echt nur wegen den EP da gespielt. Okay, es sind so 10 Module an, das habe ich noch nie gesehen. Ja, Mann. Super saftige Action. Sorry, Bargisch. Sorry, Bargisch. Oh, egal, man hört dich. Tati ist jetzt auch am Start. Was geht ab, Mann? Auf jeden Fall ein cooles Event und wenn man so zurückschaut, ist es echt lustig zu sehen, wie unerfahren man war. Also jetzt würde ich bei so einem Event, wenn es keine Softbands gäbe, locker 7 Millionen EP machen. Und da habe ich, ich glaube, ein bisschen über 1 Million gemacht. Dann kam eine, meiner Meinung nach, gewisse Trockenzeit. Und zwar kam das Weihnachtsevent, das Holiday-Event. Das war zweiteilig, das war so Ende Dezember. Also bisher so ungefähr jeden Monat ein Event. Seit Oktober, also Oktober Halloween, November Thanksgiving, Weihnachten dann Weihnachtsevent. Es gab Brutmaschinen umsonst, dann Gen 2 Babys, das war halt gut für den Dex, aber
wenn man jetzt das betrachtet, jetzt schlüpft man zu viele von denen. Und dann gab es auch wieder spezielle Boxen, das erste Mal. Aber die hatten es in sich, also die waren echt gut. Alle waren vom Preis sehr, sehr rentabel. Waren echt gut, da konnte man vergünstigt Brutmaschinen kaufen, haben echt viele da aufgestockt. Und Weihnachts-Pikachu gab's. Ich glaube, ich war einer der wenigen, die das ausgenutzt haben. Ich habe damals dadurch meine Medaille voll gemacht. Und dann gab es halt, wie gesagt, einen Teil 2. Da gab es vermehrt Starter-Pokémon. War okay, also wie gesagt, ich fand das nicht so toll. Logmodule sehe ich gerade 60 Minuten statt 30 Minuten. Also, aber wir haben es echt nicht ausgenutzt. Da wurde echt nicht gefarmt, weil A, es zu kalt war. Und B, wir hauptsächlich auf Scanner-Tour waren. Das war so die Scanner-Tour. Das waren so die Scanner-Tour-Hochzeiten. Und da haben wir auch von jedem Starter ein paar 100% gefangen. Da lief die Map echt top. Auch von dem Pikachu. Ein paar 100% habe ich da. Dementsprechend, dass das Event, das Holiday-Event, so schwach wirkte, hat es für die meisten sich so angefühlt, als wäre es eine Ewigkeit gewesen, bis das Valentins-Event rauskam. Das ist aber auch ungefähr ein bisschen länger als einen Monat. Ungefähr 5 Wochen nach dem letzten Event, also nach dem Holiday-Event erschienen. Wie gesagt, jeden Monat ungefähr ein Event. Und diese Periode hat sich halt wie eine Ewigkeit angefühlt. Da haben echt eine Menge rumgeheult. Ich erinnere mich noch, da hat der Kollege Milos echt hart rumgeheult, weil gerade echt nichts los war. Und ich habe ihm gesagt, vor einem Monat erst, nicht mal einem Monat war Event, aber es hat sich echt wie eine Ewigkeit angefühlt, weil davor war das klasse Thanksgiving-Event und beim Holiday-Event hat man eben nicht so viel gemacht. Es hat auch nicht so viele Spieler rausgelockt, es war eiskalt und das Event war relativ schwach. Deswegen hat es sich wie eine Ewigkeit angefühlt bis zum Valentins-Event, aber das hatte es wirklich in sich. Und zwar war das das Doppel-Candy-Event plus 6 Stunden Lock-Module. Und dann gab es auch noch ein paar coole Respawns, wie zum Beispiel Chanerga, Porygon, Schlurp und auch echt viel gefarmt. Ein Level bin ich aufgestiegen, ein großes Level, also ich bin, ich weiß es nicht mehr genau, 37 auf 38 oder so, nur durch das Event. Das Event hat angefangen, Demi der Leine, der hat mir wie immer seine leidenden Geschichten erzählt, dass er gestern seine Lapras und Galaxo verschickt hat. Er spielt so 2 Monate nicht auf einmal, gestern verschickt er seine Sachen. Ich habe keinen Platz gehabt, wegen Farmen. Was für Farmen? Wo warst du Farmen ohne mich? Oh mein Gott! Dann im selben Monat noch, kleines Event. Nur ein spezielles Pikachu mit dem Partyhut. Anlässlich irgendeines Jahrestags von Pokémon oder so. Dann Galaxo-Event, auch nichts, was uns betrifft, war in Japan. Nächstes Event, wieder sehr interessant, und zwar das Wasser-Event. Ihr wisst, erster Tag, erste Nacht. Niantic hat einen Fehler gemacht, überall Dratinis. Ich bin rausgegangen mit dem Kollegen und wir haben uns mit Dratini-Bonbons zugedeckt. Ansonsten wurde da auch Shiny Kappador eingeführt und Shiny Gyarados natürlich. Wir haben Scanner-Turn gemacht, extra für 100% Kappadorge. Nur in der Hoffnung, dass die Shiny sind. Shiny 100%. Hat leider nicht geklappt, aber wir haben echt eine Menge 100% Kappadorge da geschnappt. Dann relativ früh, 2 Wochen danach, gab es auch schon das Oster-Event. Da bin ich Level 40 geworden. Doppel-EP. Das zweite Mal Doppel-EP. In Verbindung mit Glückseier 50% billiger. Das hat richtig reingehauen. Doppel-EP an sich, eigentlich schlechter als das Thanksgiving-Event, weil das war Doppel-EP und Doppel-Stardust. Aber dadurch, dass die Glückseier so billig waren, hat es halt viel härter reingehauen. Und man war halt schon mehr erfahren, hatte viel mehr Erfahrung. Und da hatten sogar ein paar 1,5 Millionen EP am Tag gemacht, also da wurde richtig reingehauen. Viele Spieler sind auf Level 40 gekommen, inklusive mir, inklusive Spieletrend. Ein paar Tage nach mir aber, zum Glück. Nächstes Event. Nur ein Wochenende, ganz kurz, Pflanzen-Event. Das Komische war, die Pflanzen sind irgendwie nicht so oft gekommen. Das hat irgendwas mit dem Biom zu tun und die Pflanzen-Pokémon sind nur weiterhin bei den Pflanzen-Biomen gekommen. Und dadurch, dass München ein Wasserbiom ist, haben wir nicht so viele Pflanzen gesehen. Das Event ist mir echt kaum aufgefallen. Ich war einen Tag draußen, habe ein paar Pflanzen gefangen. 100% Tangela, leider nicht geschafft. Das war irgendwann mitten in der Nacht, 3 Uhr. Ich kenne nur eine, die hat den gefangen, aber sonst nichts Besonderes. Ab und zu so kleine Events sind cool, aber echt nichts Besonderes. Und dann, 10 Tage später nur, knapp eine Woche, also ein bisschen über eine Woche, das Rock Event, Adventure Week. Auch bekannt als das Lavita Event. Es gab verschiedene Sachen, aber im Grunde genommen war nur die Lavita von Bedeutung. Es gab wieder die reduzierte Distanz für Kumpel, auch wieder ein Viertel, so wie Thanksgiving, nee, wie Halloween. Und dann ein paar interessante Gesteins-Pokémon natürlich. Kleinstein nehme ich immer mit, Rion auch auf jeden Fall, Aerodactyl, auch immer gut. Und dann natürlich das Wichtigste, Lavita, der wurde uns hinterhergeschmissen.
Dann kommen wir zum letzten Event, beziehungsweise vorletzten. Und zwar das Sonnenwend-Event. Im Grunde genommen das dritte große EP-Event, das theoretisch sogar am effektivsten war, EPs zu machen. Und dies wieder kombiniert mit 50% billigeren Glückseiern, hat es auch wieder echt reingehauen. Leider haben wir uns die Softbands da ein bisschen ausgebremst, aber war trotzdem ein gutes Event. Auch viele coole Pokémon, die man fangen konnte. Für mich jetzt nichts allzu Besonderes an den Pokémon, aber ist cool, immer eine Abwechslung zu haben. Ein paar Pokémon zu fangen, die man echt so nicht so oft sieht. Dann kommen wir natürlich zu dem Jubiläums-Event, was gerade läuft. Der zweite Teil wurde angekündigt, was richtig cool eigentlich klingt. Der erste Teil war recht enttäuschend mit der Box. Ihr wisst meine Meinung zu der Box. Und das Pikachu ist ganz okay. Ich habe echt bisher kaum welche gesehen. Aber wie gesagt, Box unnötig, Pikachu geht schon. Und der zweite Teil, der kommt jetzt erst. Schauen wir mal, wie das so ablaufen wird. Das waren alle Events in einem Jahr Pokémon Go. Ein paar echt coole Events dabei, ein paar echt coole Erinnerungen gemacht. Schreibt unten in die Kommentare, welches Event euer Lieblingsevent war. Ich glaube, meins war... was war meins? Meins war auf jeden Fall das Valentins-Event. Aus persönlichen Gründen. Aber wie gesagt, schreibt unten rein, welches ihr am besten fandet. Oder was eure Top 5 oder sowas waren, Top 3, wie auch immer. Schauen wir mal, wie die nächsten Events jetzt werden. Vor allem jetzt das mit den Safari-Zonen. Ich freue mich drauf. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht Pokémon und Serious Business.